Meine Lieben, wir bereiten uns langsam auf den allerletzten Weg vor. Denn wir sind schon fast, 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 fast am Ziel. Das habe ich viermal fast gesagt, das müsste reichen. Okay, gucken wir uns um. Keine Ahnung, wie tief das Wasser hier ist. Ich schätze aber, dass wir uns weit unter dem Grundwasserspiegel befinden. Jetzt hat Madame auf einmal kein Problem mehr mit Totenruhestören und so. Ein Skelett. Das sind die Überreste von Maria, Mordreds Frau. Woran erkennst du das? Wollte ich auch gerade wissen. Es ist ein weibliches Skelett. Und außerdem liegt da im Brustkorb die Schwertspitze. Sie ist abgebrochen, als Mordred seine Frau ermordete. Fieser Möb. Du hast recht. Nimm sie einfach mal mit, ne? Man weiß ja nie, wann man die Schwertspitze aus einer ermordeten Frau gebrauchen kann. Ein Steinsarg mit einem Skelett darin. Das war einmal Mordred, wenn man dem Hüterbuch Glauben schenkt. Na, Mordred? Was ist das für ein Gefühl, in sein eigenes Grab zu blicken? Ihr kommt euch wohl näher. Entschuldige bitte. Schon okay. Mordreds Grab. Dieser Durchgang ist verschüttet. Die reinste Predigerbühne. Doch für welches Publikum? Hier sollte doch niemand hinfinden. Alles sehr merkwürdig. Auf dem Altar sind jede Menge Hieroglyphen. Nein, nicht noch mehr. Ach, Frau, geh schneller. Hier ist ein Satz auf Latein eingemeißelt. Er bedeutet: Bei Sonnenaufgang schickte der König seine Krieger zur Schlacht gegen die Dunkelheit. Ungewöhnlich für eine Altargravur. Hilft uns das weiter? Ich weiß nicht. Vielleicht? Wer hat eigentlich das ganze Feuer angezündet? Ja, das ist ja super hier. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Man kann diese Hieroglyphen reindrücken. Wohl in einer bestimmten Reihenfolge. Ja, Adrian, das habe ich jetzt auch schon verstanden. Aber in welcher? So. Gucken wir noch mal eben hier ins Tagebuch, was der Herr da geschrieben hat. Diese Rätselei nimmt kein Ende. Ja, das tut sie. Ich kann nicht glauben, dass Markus das alles alleine erbaut hat. Das Ganze sieht eher aus, als wäre es im Laufe der Zeit gewachsen, als hätten die nachfolgenden Generationen der Hüter im Laufe der Jahre nachgerüstet. Wann immer jemand wie Samuel dem Spiegel zu nahe gekommen ist, haben die Hüter ihn aufgehalten und neue Hindernisse, Türen und Rätsel eingebaut. Selbst der Altar scheint einen Mechanismus zu beherbergen. Die Symbole darauf ähneln den Symbolen über der Waage. Valentina? Ja? Weißt du, was hier unheimlich ist? Überall hier unten gibt es Licht. Sogar Kerzen brennen. Ziemlich unheimlich hier unten. Und überall diese Lichter. Möglicherweise gehen sie an, sobald eine bestimmte Tür geöffnet wird. Aber wann wurde dieser Mechanismus installiert? Und von wem? Oder wir sind doch nicht die Einzigen, die sich hier unten rumtreiben. Auf jeden Fall sind wir noch nicht am Ziel. Marcus dachte, der Weg zum Black Mirror wurde mit der Kapelle für immer verschlossen. Aber er hat nicht mit der Genialität seines Bruders gerechnet. Fängst du gerade an, Mordred zu bewundern? Schau dich doch mal um. Das Schloss oben wirkt geradezu winzig im Gegensatz zu dem, was sich hier unten befindet. Das ist alles so beeindruckend und überwältigend, geradezu majestätisch. Es geht schon ein gewisser Reiz von diesen Gewölben aus, findest du nicht? Doch, finde ich. Ich finde, wir sollten nicht zu viel Zeit mit Rumstehen vergeuden.
Okay, also wie hieß nochmal der Text? Bei Sonnenaufgang zog der König mit seinen Kriegern in die Schlacht? Nein. Ah, wir machen das jetzt mal. Oh. Oh, ich bin gut. Ich muss das aufschreiben, weil das kann ich mir eh nicht merken. Habe ich hier irgendwo ein Blatt? Nicht so richtig. Werbung. Ach, Werbung tut's auch. So. Ich muss jetzt hier mal eben, das ist 7x5. So. Also es fängt an mit der Sonne, der Krone, Brot, Haus, Schiff und Schild. Dann kommt der Krug. Oh, dann kommt das Beil und dann kommt... Ja. Und dann das Schwert und der Pfeil. Und jetzt nach oben? Ja, muss ja. Es geht ja nirgendwo anders mehr hin. Ah, mit Mond waren wahrscheinlich die Schatten gemeint. Das war ja richtig easy und das sah so schwer aus. Wow. Und immer rein in die gute Stube. Jetzt sind wir definitiv nicht mehr in den Katakomben. Sieht mir nach einem Alchemielabor aus. Hier war ich schon mal. Mordred? Nein, nein, als Kind. Ich erinnere mich schwach. Schau dich um. Vielleicht kommt die Erinnerung ja wieder. Vielleicht ist Angelina hier reingefallen. Das ist es. Das ist das Loch, in das Angelina als Kind gestürzt ist. Und ich bin ihr hinterhergeklettert. Aber jetzt ist es verschüttet. Klar, dass ich es an der Oberfläche nicht finden konnte. Und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Durch die Katakomben? Nein. Bates, er war es. Er hat uns hier wieder rausgeholt und dann das Loch zugeschüttet. Aber vorher waren wir bei dem Portal. Wir standen direkt davor. Es ist hinter der Tür. Hat Angelina sie geöffnet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es könnte doch gut sein, oder? Es war ja eh voll die Bitch. Die war schon als Kind eine Bitch. So. Das war früher. Huch. Kein Doppelklick, okay. Das sind die besten Klingen des Landes. Geschmiedet von den fähigsten Schmieden. Viel zu gut für diese Schlechter, die mein Bruder Soldaten nennt. Adrian, du machst mir Angst. Leg das bitte weg. Und doch sind sie nichts im Vergleich zu meinem Schwert. Adrian, hör auf damit. Hä? Was? Alles okay. Alles in Ordnung. Leg einfach das Schwert zur Seite, dann ist alles wieder gut. Von jetzt an werden wir darauf achten, dass du kein Schwert mehr anfasst. In Ordnung? Du gehst nicht mal in die Nähe von einem Schwert, Adrian. Hast du verstanden? Ja, Mami. Wir wollen doch nicht, dass einer von uns einen Unfall hat. Oder? Okay, Schwester Valentina.
Gibt es irgendeinen Grund, warum du mit mir wie mit einem Verrückten sprichst? Weil du einer bist? Nein. Außer, dass du wie einer aussiehst und dich auch so benimmst. Deine Augen sind wieder schwarz und du fuchtelst mit einem Schwert rum, während du wie Mordred sprichst. Also tu uns den Gefallen und lass die Finger von scharfkantigen Dingen. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Darrens nicht. Ja, Adrian passte jetzt vom Rhythmus her nicht rein. Es ist besser, wenn ich im Moment meine Finger davon lasse. Prima Materia, Planetenmetalle, Basilisk. Willkommen in der Scheibenwelt. Ein Lesepult. Was ist das denn für ein Buch? Homunculus, Pater Omnis, Telesmi, Totius. Keine Ahnung, komplett lateinisch. Die reinste Hexenküche. Früher oder später wäre Mordred bestimmt auf dem Scheiterhaufen gelandet. Die reinste Hexen... Überall gibt es hier Wasserbecken. Mordred muss ziemlich reinlich gewesen sein. Ja, warum denn nicht? Das sind mal richtig hässliche Wasserspeier. Schlimmer als die Teufelsfratzen aus der Akademie. Noch mehr Teekessel. Mein Teekesselchen? Mordreds Teekessel, wie niedlich. Herrschaft über die Unterwelt hin oder her. 5 Uhr war Tea Time. Vielleicht gibt's hier auch noch 800 Jahre alte, selbstgebackene Kekse. Von Bates, so alt wie der war. Das ist ein reliefartiges Abbild eines Seelenschlüssels. Wie ist Angelina damals nur da reingekommen? Mit Blut. Wie ist Angelina... Ich wette mit dir, mit Blut. Mit deinem Blut, weil du ein Gordon bist. Valentina? Ja? Hast du eine Ahnung, wozu die ganzen Gerätschaften hier gut sind? Das ist eine perfekt ausgestattete Alchemiewerkstatt. Mordred war ein Mann der Wissenschaft. Bei meinem Physikstudium kann er mir sicher nicht helfen. Alchemisten haben doch nur versucht, Gold zu erschaffen. Das ist so nicht ganz richtig. Es gab durchaus auch Alchemisten, die sich mit anderen Dingen beschäftigt haben. Ach ja, Dämonentore öffnen, ich vergaß. Sie haben auch versucht, Heiltränke zu brauen. Oder das Gegenteil davon, Gifte. Bei letzterem waren sie sicherlich erfolgreicher. Lässt du mich mal einen Blick auf deinen Dolch werfen? Was? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, ich weiß, wie man die Tür öffnet. Es ist ganz einfach. In Ordnung. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ach. Was tust du da? In der Akademie gab es eine Tür, die konnte nur durch das Blut eines Gordons geöffnet werden. Mein Blut. Als ich damals als Kind Angelina helfen wollte, habe ich mich verletzt und konnte deshalb die Tür öffnen. Gordonblut. Ein weiterer Grund, warum nur du der Hüter sein kannst. Lass mich vor... Wieso? Ich weiß nicht, was passiert, wenn Mordred seinen geliebten Spiegel wieder sieht. Denk an die Sache mit den Schwertern. Okay. Hey, wir sind schon kurz am Ende. Kurz vorm Ende, meine ich. Oh, wie die Geisterbahn im Phantasialand. Siehst du das? Mit vielen Fratzen im Spiegel. Ja. Was hat das zu bedeuten? Ist das Mordred? Oder bin ich das? Und warum habe ich das Bedürfnis, den Spiegel zu berühren? Nicht! Es ist Mordred, der dich dazu zwingen will. Fass diesen Spiegel nicht an. Niemals! Okay, okay. Das Spiegelbild zeigt deine Seele und den Teil Mordreds, der in dir steckt. Mordred? Aber warum sieht er aus wie einer dieser Schatten? Mordreds Seele ist immer noch hinter dem Spiegel gefangen. Das in dir ist Mordreds Seelenschatten, also der Schatten seiner Seele.
Hä? Wir müssen Mordreds Schatten irgendwie in den Black Mirror zurückschicken. Und zwar ohne seine Seele dabei zu befreien. Okay. Aber wie? Hatten wir nicht kürzlich einen Exorzismus, der schiefgegangen ist? Nein, keinen Exorzismus. Wir brauchen was anderes. Bist du sicher, dass du in Mordreds Buch nichts übersehen hast? Ja, todsicher. Ich kann es dir gerne zeigen. Keine Todeswortspiele, bitte. Hier erscheint plötzlich Schrift. Das müssen Mordreds Aufzeichnungen sein. Aber wieso steht hier auf einmal etwas drin? Der Spiegel muss es aktiviert haben. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt gebunden ist. Eine Vereinigung von Seele und Schatten würde ein ungeahntes Machtpotenzial beinhalten. Oha. Die Seele des mächtigen und von allen gefürchteten Königs Armundur ist genau die richtige, um meinen Sohn zu dem zu machen, der er geworden wäre, wenn nicht mein Bruder, bla 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 bla. Der Kerl hat ein paar Sitzungen bei Dr. Winterbottom bitter nötig gehabt. Aber warte, hier steht noch was. Alles ist vorbereitet. Die Gebeine Armundors liegen auf dem Altar. Sein Schatten wird gleich an sie gebunden sein. Dem Seelentransfer steht nichts mehr im Wege. Jetzt muss nur noch der Junge befreit werden vom Joch seiner verseuchten Seele. Aha. Wie jetzt? Ist egal. Ich habe diese Seelenschattengeschichte schon beim ersten Mal nicht gerafft. Also, irgendwie, weiß ich es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wer diese Armundorf ist. Mordreds Seelenschatten in mir? Ja, natürlich, das ist sein Plan. Er hat mich hierher gelockt, damit das Ritual vollzogen werden kann und seine Seele in meinen Körper übergeht. Genau dazu ist der Fluch gedacht. Nur hat Mordred nicht damit gerechnet, dass sein Seelenschatten im Körper eines Hüters landet. Nur deshalb hast du so lange durchgehalten. Aber das hilft uns nicht weiter. Wenn wir diesen Schatten in mir rauslassen, wird Mordreds Seele in mich... Psst. Adrian, ich glaube, ich habe eine Idee. Lass mich kurz überlegen. Okay, was sich Valentina überlebt, überlegt und das große Finale seht ihr gleich.